Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Reihe von 6 Diskussionsveranstaltungen unter dem Titel Kant ein Rassist? Corona-bedingt finden die einzelnen Veranstaltungen online statt. Sie werden aufgezeichnet und dann im Netz öffentlich zugänglich gemacht. In diesem ersten Video möchten wir, die 5 Organisatoren der Veranstaltung, uns kurz vorstellen und unsere Motivation erläutern. Mein Name ist Markus Willerscheck und ich bin Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich beschäftige mich seit meiner Promotion mit der Philosophie Immanuel Kants und bin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften mit zuständig für die sogenannte Akademieausgabe der Schriften Kants. Kant war der wohl bedeutendste Philosoph der Neuzeit und ein Vordenker von Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit. Im Zuge der aktuellen Debatte um offenen und verdeckten Rassismus in unserer Gesellschaft ist nun aber der Vorwurf erhoben worden, Kant sei auch ein Vordenker des modernen Rassismus. Er habe als einer der ersten einen theoretisch ausgearbeiteten Begriff der Menschenrasse entwickelt und eine Rassenhierarchie vertreten mit den Weißen an der Spitze. Mit diesem Vorwurf, der meines Erachtens nicht ganz von der Hand zu weisen ist, geht oft der Verdacht einher, dass der moralische Universalismus, demzufolge alle Menschen eine gleiche Würde und gleiche Rechte haben, vielleicht von vornherein eine Mogelpackung war. In Wirklichkeit habe Kant nicht an alle Menschen, sondern nur an weiße Männer gedacht. Auch wenn dieser Verdacht, wie ich hoffe, sich als unbegründet erweisen sollte, muss die Kant-Forschung sich ihm stellen. Kant war zweifellos ein großartiger Philosoph. Aber wenn ihn das nicht davor bewahrt hat, rassistische Thesen zu vertreten, was bedeutet das für unser Verständnis seiner Philosophie und unseren Umgang mit ihr? Für einen Bewunderer der kantischen Philosophie wie mich ist das eine drängende und beunruhigende Frage. Ich freue mich daher sehr auf die Gelegenheit, Sie im Rahmen unserer Reihe Kant, ein Rassist, mit Experten aus verschiedenen Fächern kontrovers und ergebnisoffen diskutieren zu können. Mein Name ist Dieter Schönecker. Ich bin Professor für praktische Philosophie an der Uni Siegen. In Siegen haben wir ein Zentrum für kommentarische Interpretationen zu Kant und im Augenblick beschäftigen wir uns mit der Neuedition von Kants Tugendlehre für die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Nun, nach einer vorläufigen Beschäftigung mit der Frage, nach einer sehr vorläufigen Beschäftigung mit der Frage, ob Kant Rassist gewesen sei, denke ich, dass er es wohl war. Kant war wahrscheinlich vielleicht ein biologischer Rassist. Das ist nun zwar der Sache nach sehr kritikwürdig, aber beunruhigen würde es mich nicht. Warum auch? Selbst wenn ich ein eingefleischter Kantianer wäre, was ich nicht bin, gibt es, glaube ich, keinen oder gäbe es keinen Grund zu denken, dass man etwa in der transzendentalen Deduktion der Kategorien einen strukturellen Rassismus am Werke sehen könnte, der das ganze Theoriegebäude zum Einsturz bringt. Auch in Bezug auf die praktische Philosophie vermag ich nicht zu erkennen, dass ein struktureller oder verborgener Rassismus die Grundlagen der kantischen Moralphilosophie ins Wanken bringt. Größer ist meine Sorge da schon, dass der Concept Creep, also so etwas wie, sagen wir, der inflationäre Gebrauch von Begriffen über ihre Grenzen hinaus, dass der Concept Creep von Rassismus Kant in eine Ecke rückt, in die er nicht gehört, oder schlimmer noch, dass Kant zum Opfer der sogenannten Cancel Culture werden könnte. Es kommt jedenfalls darauf an in unserer Reihe, dass wir genau sind, genau auch bei den Begriffen. Wir wären zum Beispiel nicht gut beraten zu denken, dass Kant ein Rassist wäre, nur weil Kant dachte, es gäbe menschliche Rassen. Er dachte zwar, es gäbe menschliche Rassen, aber aus der Tatsache allein folgte nicht, dass er Rassist war. Zudem müssen wir sehr genau sein bei der Lektüre seiner Texte. Die Texte sind außerordentlich schwierig und gar nichts, wirklich gar nichts versteht sich hier von selbst. Wenn wir am Ende unserer Reihe denken, dass die Frage, ob Kant Rassist gewesen sei, eine Frage ist, die schwer zu beantworten ist, dann, so meine ich, wäre schon sehr viel gewonnen. Mein Name ist Andrea Esser. Ich bin Professorin für praktische Philosophie, insbesondere politische Philosophie, an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Und ja, auch ich habe einen Schwerpunkt in der Kant-Forschung. Unter anderem gebe ich Kants Kritik der Urteilskraft im Rahmen der Neuedition der Akademie-Ausgabe heraus. Mich interessiert an diesem Vorhaben nicht nur die Frage selbst, ob Kant ein Rassist war, sondern auch, welche weitergehenden Dimensionen wir quasi noch berücksichtigen müssen, um diese Frage zu beantworten und zu bearbeiten. Die Auseinandersetzung mit dem Thema sollte meines Erachtens nämlich nicht vorschnell auf die Person Kant verengt werden und am Ende ja, mit einer schlichten Ja-Nein-Antwort abschließen. Rassismus ist vor allem ein überindividuelles politisches Problem. Er wirkt über die einzelne Person hinaus, prägt Gemeinschaften, also Verhältnisse zwischen Personen und Menschen und ist selbst traditionsbildend. Kants Schriften sind so gesehen auch ein Medium, in dem rassistische Vorstellungen bewahrt und reproduziert werden. Die herabwürdigenden Stellen, die darin enthalten sind, können ja ihre Wirkung auch heute noch entfalten, ganz unabhängig davon, ob Kant das intendierte oder nicht. Wir aber sind damit nicht in der Rolle von Richtern über Kant, sondern stehen selbst in dieser Tradition. Es scheint mir daher nicht ausreichend, wenn wir nun einzelne Philosophen beurteilen und sie unter das Label Rassist, Nicht-Rassist, Antirassist subsumieren. Das könnte den Anschein erwecken, als wäre die Auseinandersetzung mit diesem Thema Rassismus auf solche Weise abzuschließen. Ich würde lieber fragen, wie sollten wir mit der Frage nach dem Rassismus in Kants Schriften umgehen, ohne dass wir meinen, wir könnten clean bleiben, wenn wir Kant nicht mehr lesen, aber auch ohne, dass wir glauben, Kant gänzlich entschuldigen zu müssen, damit wir ihn weiterlesen dürfen. Wir sollten daher darüber diskutieren, wie wir uns ein dauerhaftes Problembewusstsein aneignen und es bewahren können. Aus meiner Sicht wäre dies eine kritische Haltung, durchaus im kantischen Sinne, weil sie um ihre eigene eingeschränkte Perspektive und deren Fehlbarkeit weiß und ja, weil sie sich nicht durch ein einmal gefälltes Urteil beruhigen lässt. Hallo, mein Name ist Michael Hacke, ich bin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften tätig und wirke an der Neuedition der Werke Kants. Ich beschäftige mich mit der klassischen deutschen Philosophie von Kant bis Schelling und interessiere mich insbesondere für Fragen nach deren Aktualität. Im Zuge der gegenwärtigen Debatte über Rassismus und Diskriminierung wurde vielfach darauf hingewiesen, dass diese Themen auch die Philosophie Kants betreffen. So finden sich in manchen seiner Schriften rassistische Äußerungen, was insofern problematisch ist, als Kant gerade jener Denker ist, dessen Konzeption von Recht und Moralität nach wie vor großen Einfluss im gegenwärtigen Diskurs haben und dort auch hohe Wertschätzung erfahren. Die Kant-Forschung ist sich dieser Widersprüchlichkeit freilich bewusst. Doch auch sie hat es nicht leicht, diese Widersprüchlichkeit von Rassismus oder Rassedenken und moralischen Universalismus zu verknüpfen. Denn einerseits hält Kant die Freiheit, die Autonomie und die Gleichheit der Menschen hoch und andererseits ist es gerade sein Verständnis von Rassenhierarchie, was dem zuwiderläuft. Kants Rassenverständnis mag um 1800 kein Unikum gewesen sein. Dennoch sollten wir uns davor hüten, seine Äußerung bloß damit abzutun, dass er Kind seiner Zeit gewesen sei. Wir müssen vielmehr die Frage stellen, welche Bedeutung seine Äußerung für seine Philosophie haben. Wie wir Kants philosophisches Werk einordnen, hängt nicht bloß von der Bewertung einzelner Äußerungen und Passagen ab, sondern davon, wie viel von seinem Rassedenken in seiner kritischen Philosophie drinsteckt. Es sind Fragen wie diese, die unsere Diskussionsreihe aufgreifen und debattieren. Ich freue mich auf den fächerübergreifenden Austausch, denn so mag es uns gelingen, ein kritisches und vielfältiges Bild von Kants Positionen zu zeichnen. Hallo, mein Name ist Dietmar Heidemann, ich lehre Philosophie an der Universität Luxemburg und befasse mich seit vielen Jahren mit Kant, vor allem mit seiner theoretischen Philosophie. Die Frage, ob Kant ein Rassist war, interessiert mich vor allem aus drei Gründen. Auch wenn das Thema Kant und der Rassismus als solches von der Forschung schon früher ausführlich behandelt wurde, scheint es mir erstens aus immanenten Gründen wichtig zu sein,
diese Frage aus verschiedenen Perspektiven erneut zu diskutieren und wenn möglich zu klären. Mir ist es nicht gleichgültig, ob Kant ein Rassist ist, denn wäre er es, so ließe sich, wie er etwa von der AfD auch versucht, der Name Kants für ideologische und politische Zwecke einsetzen, die man meines Erachtens im Sinne Kants für moralisch verwerflich halten muss. Zweitens halte ich diese Frage aus im engeren Sinne philosophischen Gründen für wichtig, da ihre Bejahung oder Verneinung es erforderlich macht, über eine ausreichend präzise Definition von Rassist und den entsprechenden Kriterien für die Eigenschaftszuschreibung von rassistisch und Ähnlichem zu verfügen. Die Versuche, diesem philosophischen Anspruch gerecht zu werden, dürften uns interessante Auskünfte über die gesamte historische Bandbreite und natürlich auch Problematik von Rassebegriffen und Rassetheorien geben. Und drittens halte ich die Frage, ob Kant ein Rassist war und ihre Beantwortung natürlich aus wissenschaftssoziologischen Gründen schlicht und ergreifend für interessant. Ich bin einfach darauf gespannt zu sehen, wie Kant Anhänger oder auch Kritiker bzw. Gegner in ihren Beiträgen mit dieser Frage und ihrer Beantwortung umgehen, welche Strategien sie anwenden, um Kant zu verteidigen, zu entschuldigen oder vielleicht auch zu beschädigen. Auch davon verspreche ich mir einen Erkenntnisgewinn.